Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Gartenvideo. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal einen kleinen Rundgang, denn es ist ja einiges passiert in der letzten Woche und nehme euch da mal mit. Ja, das hier, was ihr hier seht, das sind leider Bäume. Die mussten wir wegschneiden, weil die auf meinem Hüttendach gelegen haben. Und das war ja sowieso schon oder ist ja sowieso schon kaputt und hat so viele Löcher. Und ja, da mussten wir die leider von wegschneiden. So traurig, wie es auch ist. Ja, weil das Dach wollen wir auch demnächst reparieren. Und ja, ansonsten war die Fläche hier eigentlich schon fast frei. Und hier kommt ja die Sitzfläche hin. Und dann, ja, mache ich jetzt morgen hier das weg und dann ist das auch frei und dann kommt hier dieser Hucken Erde irgendwo hin. Da müssen wir mal gucken, wo wir den lassen. Und ja, dann fangen wir hoffentlich demnächst, wenn unser Baumarkt mal den Zement hat, an die Terrasse zu machen. Ja, das Spalier, das werde ich nochmal mit Holzgel bearbeiten und das bleibt stehen. Dann haben wir auf eBay Kleinanzeigen Balken bekommen. Davon werden wir drei Stück hier vorne hin machen. Also hier so einmal rum. Und dann haben wir schon ein rechteckiges Sonnensegel besorgt. In der Größe von 3 x 4 Meter oder 4 x 3 Meter oder wie man das auch nehmen möchte. Und das kommt dann da drüber. Das ist dann auch wasserdicht und hat einen Sonnenschutz von 50. Und ja. Damit man dann hier auch schön sitzen kann, ohne sich die Pelle zu verbrennen im Sommer. Da kommt der Hopfen, den wir eigentlich loswerden wollen. Weil wer Hopfen im Garten hat, der weiß, dass man den nicht los wird wieder. Jetzt sagt Jens aber, der wächst so schön schnell und dann sind die Spaliere wieder so schön schnell zugewachsen, weil er es am liebsten zugewachsen haben möchte. Ich habe so ein bisschen Sorge, wenn wir den jetzt wieder wachsen lassen. Also dann macht er wirklich dieses Jahr auf alle Fälle hier alles komplett dicht. Ja, jetzt sagt er, können man auch abschneiden. Da kommt er auch schon wieder hoch. Hier haben wir schon ausgebuddelt und haben jemand aus unserem Gartenverein auch noch welchen gegeben, der wollte Hopfen haben. Und ja, ich habe halt eben nur die Sorge, wenn man das wachsen lassen würde, es würde auf alle Fälle das ganze Spalier zuwuchern. Aber da oben läuft halt eben jetzt auch eine Weintraube lang und die wollen wir dann halt eben da auch oben drüber laufen lassen. So, müssen wir halt gucken, wie wir es machen. Ob wir es wachsen lassen oder nicht. Jo, das ist da so ein bisschen weitgehend unter unseren Bäumen. Da müssen wir dann auch nochmal freischneiden irgendwann demnächst. Das ist auch alles komplett zu. Und das Geile ist, der Wein, der geht überall da. In den ganzen Hecken. Da in den ganzen Hecken und alles ist überall der Wein drin. Der da, der ist jetzt so ein bisschen tot. Der da. So, da kommt nichts. Mal warten, ob da jetzt noch was kommt, wenn es jetzt endlich mal dauerhaft wärmer wird. Ansonsten lassen wir den Wein da drin rum. Wachsen, dann ist er auch grün. Ja. Ja, da geht es da oben hoch. Ach so, ja, und der Wein geht im Übrigen Mist da oben in die Weide rein. Oh. Die wollen wir dieses Jahr im Herbst auch mal irgendwie, aber bis ganz oben werden wir auf alle Fälle nicht klettern und den beschneiden. Aber wir wollen auf alle Fälle versuchen, ihn mal ein bisschen zu stutzen, weil er unkontrolliert gewachsen ist. Unter anderem hat er meine Pflaume auch ein bisschen, ja, unterdrückt, sage ich mal so. Dann war auch noch Efeu in der Pflaume, dann war noch Wein in der Pflaume. Jetzt haben wir die befreit, jetzt hat sie wunderbar geblüht und jetzt hoffen wir auch, dass wir im Herbst so ein paar schöne Pfläumchen bekommen. Denn ich mag Pflaumen sehr gerne. Um diesen Kram kümmern wir uns auch noch. Das kommt auch noch weg. Ich habe jetzt so viel, wie es ging, in mein eines Projekt gemacht. Und zwar in mein Tada! Totholzbeet. Das ist gestern fertig geworden. Das war auch, hat etwas länger gedauert, weil ich habe ja so eine Handkettensäge mir besorgt. Und ja, hier hat halt Akku. Und der Akku, der ist halt irgendwann mal alle. So, dann kommen noch Feiertage dazu und Sonntage dazu. Und dann darf man das nicht. Und naja, gestern ist es auf alle Fälle fertig geworden. Ich finde, es sieht wunderschön aus. In der Mitte habe ich Gurken ausgesät
Und so rundherum um die Mitte habe ich so eine ja, kunterbunte Mischung aus Schwarzwurzel, Kräutern, dann ist da Ringelblume mit drin, dann Bohnenkraut und ganz viel habe ich da in Mischkultur einfach reingeschmissen, um zu sehen, wie das so angeht und wächst. Ja, dann haben wir hier mein Kiholbeet, das ist auch fertig geworden. Da ist auch schon Kompost drin. Und es wächst auch tatsächlich schon was. Der Blumenkohl, den ich gepflanzt habe, der zeigt sich schon. Das ist einmal die Neckarperle und einmal der Erfurter. Die habe ich hier so reingesät und die kommen. Da kommen gerade die Zucchini. Ich glaube, das war die grüne Lange. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Die ist jetzt erst rausgekommen. Die ist jetzt gerade, weil ich das Video mache, ist sie rausgekommen. Ja, und hier wächst halt auch so Gedöns, was ich da reingesät habe. Ja, da freue ich mich drüber. Mal gucken, kommt hier die. Nee, der Kugelzucchini ist noch nicht zu sehen. Ne, müssen wir mal abwarten. So, ich werde dann jetzt mal zum nächsten Punkt gehen. Ich hatte ja noch ein paar Steine über vom Kiholbeet und die haben wir jetzt hier verwendet für dieses Beet. Da haben wir dann Lavendel reingepflanzt. Die Rose, die stand da schon, die haben wir gelassen. Die Zitronenmelisse, die haben wir letztes Jahr da reingepflanzt, die kommt jetzt auch wieder. Und ich habe jetzt Insektenparadies und schnell wachsendes Insektengedöns da reingepflanzt und Katzenminze. Die sieht heute besser aus. Gestern hat sie gelegen und fühlte sich gar nicht so wohl. Und da, wie ihr seht, überall das Grüne, das ist Insektenparadies und dieses schnell wachsende Insektengedöns. Dann wusstet ihr ja, dass ich immer Probleme hatte mit meinen Hortensien. Ich hatte mir ja da letztes Jahr welche gekauft. Die sind ja dann kaputt gefroren und nicht richtig wiedergekommen. Und dann hatten wir die ja jetzt über den Winter in dieses Palettenhochbeet gepackt und hatten da eine Glasscheibe oben drüber gepackt. Das war auch warm genug. Jetzt habe ich die einfach mal hier in diese Zinkwanne gepackt und die sehen alle gut aus. Die stehen auch super, bis auf die Kleine hier vorne. Die denkt sich, nö, ich habe jetzt so keinen Bock mehr. Das war mir jetzt zu viel Umgepflanze und viel hin und her. Vielleicht erholt sie sich ja nochmal. Ich fände es schön. Aber die anderen sind halt super gut angegangen und wachsen endlich so, wie sie wachsen sollen. Dann haben wir hier mein weinendes Herz. Die konnte ich jetzt auch endlich mal rauspflanzen, weil die hat immer drüben in der anderen Hütte gestanden, weil das ja nachts immer noch sehr kalt geworden ist. Und ja. Die haben wir gefunden hier im Garten, in den Topf gepflanzt. Mittlerweile fängt sie bald an zu blühen. Wir wissen auch nicht, was es ist, aber sie sieht bestimmt wunderschön aus. Unser Feuerloch haben wir zugeschüttet. Warum? Ganz einfach, weil Jens wollte das ja eigentlich mit Beton also verkleiden. So, Beton reißt aber erstens, wenn es zu heiß wird, also wenn Feuer drin ist. Und man hätte ein Loch im Boden oder mehrere Löcher im Boden lassen sollen müssen, damit das Wasser ablaufen kann, wenn es regnet, weil sonst hätte man da ja einen kleinen Pool gehabt. Und dann ist halt immer mehr von der Kante weggebrochen und das wurde halt immer mehr wie so ein Ei statt rund. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns das doch zumachen und dann besorgen wir uns eine Feuerschale oder halt eben eine alte Wäschetrommel, eine alte Trommel von der Waschmaschine und machen da eine Feuerstelle von. Als Jens dann fertig war, es zu befüllen, bin ich auf die Idee gekommen, dass wir von diesen Steinplatten ja eigentlich mal welche da noch reinlegen könnten. Dann würde die Feuerstelle ja quasi auf Stein stehen. Da hatte er dann aber komischerweise keine Lust, kann ich irgendwie auch verstehen, weil er hatte das Loch ja gerade befüllt. Ja, wird aber noch gemacht, aber halt jetzt eben nicht sofort. Unser Fläumchen ist wunderschön. Aber wird angefressen, so wie es aussieht. Okay. Was ist denn da drin? Ameisen? Aber was soll denn das? Hört mal auf, hier mein Fläumchen anzufressen. Ich glaube, es hackt. Ja, und unten kommt endlich Baumscheibe. Ja.
Ich denke mal, da werde ich noch was von auspflanzen müssen von der Baumscheibe, weil da ist Salbei drin und Anis und so und das sind alle Sachen, die größer werden. Das wird wahrscheinlich zu viel, aber ist egal, pflanze ich dann woanders hin. Sieht auch woanders schön aus. Dieses Jahr gibt es auch endlich Rhabarberkuchen. Im letzten Jahr hatten wir ja nicht so viel Glück mit dem Rhabarber, aber der sieht super aus und der da hinten holt auch noch auf. Vielleicht, ja, wird das ja noch was mit dem Rhabarber da hinten. Ja, bei mir im Garten, der ist ein bisschen klein. Ich glaube, der wird nichts. Mein Chaotenbeet fängt auch an zu leben. Ich habe da ja auch Insektenparadies und sowas reingeschmissen und das kommt überall. Da ist noch wieder eine Ringelblume wiedergekommen vom letzten Jahr und wir haben hier auch noch eine Kerze, irgendeine Kerze, wie hieß das? Ja, irgendeine Kerze. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Haben wir hier eingepflanzt, die kommt auch, so wie es aussieht, die steht da. Nachtkerze ist es, glaube ich. Die kommt da und da vorne irgendwo. Oder ist das auch eine Nachtkerze? Oder ist das die Mittagsblume? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wenn es sich entwickelt. Und Brennnesseln. Brennnesseln wachsen auch in meinem Chaotenbeet. Juhu! Kann man Pizza von machen. So, und Jens muss jetzt anfangen, Rasen rauszupolen. Wie immer. So, auf alle Fälle ist da eine Ringelblume, die letztes Jahr, die vom letzten Jahr ist. Und ich hatte hier auch Katzenminze reingepflanzt. Aber die hat es, so wie es aussieht, nicht geschafft. Die war noch ein bisschen lüttig. Ja. Hier wachsen schon wieder die Bäume, die wir eigentlich rausgeschnitten haben, kommen einfach wieder. Und ja, jedenfalls wächst alles. Und das heißt, so viel wie das ist, und ich habe heute noch mal was nachgesät von der anderen Mischung, würde ich sagen, wird das hoffentlich ein sehr schönes, buntes, blühendes Beet. So, der Jens hat sein Beet auch schon ordentlich gepflegt. Hier kommt überall der Salbei raus. Das ist ja der große vom letzten Jahr, den haben wir stehen lassen. Jetzt haben wir da noch einen und da hinten noch einen großen. Die werden wir auch noch rauspflanzen. Da steht noch mein Fenchel. Der wird jetzt auch endlich mal knollig. Da haben wir den Rotkohl in die Blüte gehen lassen. Und da steht auch noch Salbei. Also Salbei haben wir dieses Jahr mehr als genug. Dann blühen die Erdbeeren und sehen richtig schön aus. Aber unsere Aprikose, würde ich sagen, da haben wir mal wieder Lehrgeld für bezahlt. Weil da tut sich nichts, da kommt überhaupt nichts. Nicht ansatzweise. Das ist ein trockener Stock, als ob wir da einen trockenen Stock in die Mitte gesteckt haben. Na, ja, dann kommt da raus und kommt halt eine Weide rein. Oder? Ein Baum kommt da rein, Ja, wenn die kaputt ist. oder sein Aber die Baum. bleibt erst noch mal stehen. Ja, das ist der Mangold vom letzten Jahr, der ist wieder gekommen. Das ist der andere Mangold, der immer gleich in die Blüte gegangen ist. Der ist auch wieder gekommen. Da sind Pastinaken. Da sind Schwarzrettich. Die lassen wir auch in die Blüte gehen. Das ist im Übrigen der Stielmus, was letztes Jahr nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten. Und das sind Ringelblumen vom letzten Jahr. Die sind auch wieder gekommen. Jo. Ich habe den Lauch vergessen. Den wollen wir natürlich nicht vergessen. Und da stehen auch Erdbeeren dabei. Ja, in unserem Sandkastenbeet sind Karotten, Salat und Spinat. Und Jens hat da auch schon Grünkohl gepflanzt. Und was noch? Zwiebeln und Knoblauch. Zwiebeln und Knoblauch. Und das hat er vergessen. Und hat vorhin hier das Beet sauber gemacht und durchgehakt. Mal sehen, an welcher Stelle das jetzt überall rauskommt. Sieht bestimmt lustig aus. Und dieser Haufen, der aussieht wie ein Haufen Erde, ungepflegt, mit Unkraut drin, da sind unsere Kürbisse drin. In der Mitte kommt auch schon einer. So, guck mal, das sind jetzt vier Blätter. Da, Zehn der haben wir hat schon schon. vier Blätter. Und drin sind fünf, glaube ich, ne? Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Okay. Mal gucken, wie viele davon kommen.
Ja. Und wir haben Pilze im Garten. Hier wachsen überall Pilze. Da und da und da. Das müssen wir auch mal ein bisschen auskrauten hier. Da steht auch schon wieder Zitronenmelisse im Beet. Wieso die Erdbeere, also auch keine Blüten dran? Die sämt sich auch selber aus. Der Apfelbaum hat wunderschön geblüht. Es ist auch kein Frost reingekommen. Wenn jetzt die Gespinstmotte auch noch wegbleibt, haben wir dieses Jahr wieder Äpfel. Schön. Und der kleine Apfelbaum hat auch geblüht. Ja, mal gucken. Und die Johannisbeeren, die wir letztes Jahr abgeschnitten haben, die sieht ein bisschen kruppelig aus. Ist aber auch noch gekommen. Die da hat sich selber ausgesamt. Zumindest selber dahin gepflanzt. Und die anderen sehen super aus. Ja. Die wollen wir dieses Jahr Stecklinge machen und wollen die vermehren dann im Herbst, damit wir dann noch mehr haben. In meiner Baumscheibe kommen auch die ersten Pflanzen. Da hatte ich ja auch Insektenparadies reingeschmissen. Heute auch nochmal das andere abgesamt. Die Himbeeren, wo Jens jetzt gerade so dezent dran rumgetupft hat, die sind auch, haben auch geblüht. Da werden auch welche dran sein. Meine Pflanzen, die ich in die Töpfe gepflanzt habe, die sehen irgendwie nicht so toll aus. Übel. Obwohl die sich so langsam wieder erholen, aber die da unten, Ja. die dürfte hin sein. Da, guck. Ja, die kommt, aber die da ist hin. Oder? Jedenfalls hatte ich mir das so nicht vorgestellt. Die weiß ich auch nicht, ob die nochmal wiederkommen. Finde ich irgendwie schade, weil Doch, das ist okay. hat ja auch Geld gekostet, ne? Die kleine Grüne kommt nach. Die Eberraute, die nach Cola riecht. Einmal wuscheln. Na, komm, Duft. Alles voller Mücken. Also die riecht halt immer nach Cola. Oh ja, meine Hände. Cola. Ja, aber das werden wir dann hier auch mal sauber machen. Ne? Irgendwann. Unsere Rhododendron sehen leider überhaupt nicht gut aus. Jetzt habe ich heute mal eine Packung gemacht für die. Und zwar haben wir von jemandem hier aus dem Garten, der hatte sich gute Komposterde geholt und das war zu viel. Und da haben wir auch welche bekommen und ja, die habe ich jetzt mit Rhododendron-Dünger gemischt und haben dann da unten mal drumherum gehackt und haben das da jetzt mal hingeschmissen und hoffen jetzt einfach, dass die sich jetzt mal wieder erholen. Das wäre schade drum, wenn die nicht ja, sich erholen würden, weil eigentlich sehen sie schön aus, wenn sie schön grün sind und schön in Blüte gehen, ne? Hier in der Ecke haben wir einen Kompost gepflanzt. Ja, das ist ein Metallkompost. Den habe ich bei eBay Kleinanzeigen geschenkt bekommen. Und da haben wir jetzt erstmal das Laub reingeschmissen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob hier irgendwie Igel in dem Ding sind, weil das ja das ganze, den ganzen Winter gelegen hat. Ich weiß nicht, ob die da drin sind und Junge haben. Deswegen traue ich mich nicht, die da jetzt reinzumachen. Weil eigentlich liegen die hier im Weg. Aber da werden wir uns die Tage auch mal machen, gucken tun. Das sind die Himbeeren, die stehen hier einfach so in der Gegend rum. Da hinten ist auch alles voller Himbeeren, die von alleine kommen. Die werden wir im Herbst umpflanzen. Das haben wir jetzt so ein bisschen verpennt. Bisschen hochbinden. Der Baum da in der Mitte, den haben wir schon x-mal weggeschnitten. Der kommt auch immer wieder. Und ja. Da haben wir dann noch Jens sein Permabeet. Es ist permanent immer voll Unkraut. Ja, permanent voll Unkraut. Ja, was soll ich sagen? Der Liebstöckel, der den Winter überlebt hat und es So, ich Ameisen. geschafft hat, Alles es voller Ameisen. geschafft hat, durch die Pappe wieder rauszukommen. Und das fressen sie mir alles auf. Und das sind Radieschen, glaube ich, gewesen. Die fressen sie alle naselang weg. Alles voller Eisengänge hier. So, und da sind ein paar kleine Erbschen, die verstecken sich da zwischen der scheiß Goldrute und dem Rasen, obwohl ich hier erst lang geschnitten habe und gerupft habe, wie blöde. Ist ja schon wieder da. Ja, und ich sage scheiß Goldrute, weil wir hier in einer Tour dabei sind, diesen Mist rauszurupfen, weil der überall wächst, wo wir ihn nicht haben wollen.
Es ist, ich meine, ja, es sieht schön aus und ja, es wächst schnell und man könnte damit schnell einen Sichtschutz machen, aber wenn die anfängt, sich auszusamen, das wirst du nicht los. Genauso wie Hopfen oder so. Der ist der Waldmeister, den haben wir als Baumscheibe gepflanzt. Das ist eine Himbeer. Die hat sich im Laden als Brombeer getarnt, weil Jens wollte eine Brombeere kaufen. Und gekriegt hat er eine Himbeere. Und dann haben wir jetzt einfach mal aus Spaß den Waldmeister dazu gepflanzt und der blüht jetzt auch schön. Dann habe ich hier bei der wilden Rose habe ich Radieschen runtergepflanzt, die wachsen auch wunderbar. Und bei der Stachelbeere, die übrigens schon eine Beere dran hat, oder? Sieht das so aus? Tatsächlich, da ist eine klitzekleine Beere dran. Habe ich, wow, bitte scharf stellen. Bitte scharf stellen, bitte scharf stellen. Bitte stellen Sie scharf, danke. Habe ich Petersilie reingepflanzt. Gestern haben wir Regentonnen gekauft für meinen Garten. Und zwei Stück. Eine steht da hinten noch, hinter dem Holzhaufen. Hat nicht jeder irgendwie so einen Schandfleck im Garten? So eine Sammelecke, wo alles steht. Aber die Dachplatten brauchen wir ja nur mal, um das Dach zu reparieren, ne? Ja, naja, was soll's. Jedenfalls ist dahinter um die Ecke auch noch eine. Das hat Not getan. Die war auch schon halb voll. Und jetzt habe ich schon gegossen und jetzt fehlt schon Wasser. Das Kartoffelbeet von Jens ist jetzt auch endlich aus dem Knick gekommen. Das habe ich eigentlich vor 2 Tagen schon von Unkraut befreit. Das könnte ich theoretisch schon mal wieder machen, weil da schon wieder alles durchkommt. Er hatte letzte Woche noch gejammert, oh, da kommt nichts, da sieht man nichts. Die kommen nicht. Und jetzt stehen die hier so saftig grün. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja mal eine schöne Ernte. Dann mein Bamberger Hörnchen, was wir hier reingesetzt haben. Die haben auch ewig auf sich warten lassen. Da haben wir auch was gedacht, die kommen nicht. Jetzt sind sie aber auch da. Und die anderen Kartoffeln in den Säcken kommen auch. Im Mini-Gewächshaus haben wir ja eine bunte Mischung aus Paprika, Chili und Tomaten eingebracht. Nur ist das Ding, dass wir erstmal warten müssen, bis das ein bisschen gewachsen ist, weil da Gedöns mit rausgekommen ist aus der Erde. Jetzt lassen wir das alles ein bisschen wachsen und gucken dann, was da Paprika und was da Tomate ist, um das dann ja, eventuell noch rauszupflanzen. So, wieder zumachen. Heute habe ich dieses Hochbeet bepflanzt. Da sind schon 2 Tomaten an der Ecke. Und Weißkohl ist drin, Pastinake ist drin, Anis ist drin, Bohnenkraut ist drin und Knollenrettich. Ja, das andere Hochbeet, was ich schon lange bepflanzt habe, es hat ja auch ewig auf sich warten lassen. Da sind auch schon ein paar Pflanzen zu sehen, aber auch noch nicht sonderlich viel. Also da ist auch viel mehr drin. Müssen wir jetzt halt eben auch warten. Ja, ist ja gut. Müssen wir jetzt halt eben auch warten. Bis es halt eben wächst, ne? Und da sind auch noch mal Erdbeeren, die auch blühen. Heute habe ich das Beet mit meinem Mais mal von Unkraut befreit. Ja, der ist interessant gewachsen. Also die erste Reihe ist fast alles gekommen. In der ist nicht alles gekommen. Und in der letzten Reihe sind 3 Stück gekommen. Pflanzen, ja. Jetzt haben wir da noch Bohnen und Kürbis mit reingepflanzt. Und da hinten am Spalier haben wir letzte Woche auch Bohnen eingepflanzt. An dem selbstgebauten Spalier habe ich rankende Kresse gepflanzt und davor habe ich Black Velvet Kresse gepflanzt. Weil ich mag ja schwarz, das wisst ihr ja. Und ja, die sahen halt auf dem Bild schon cool aus und dann hat Jens mir die mitgebracht und geschenkt. Jetzt haben wir hier schon angefangen, mal so ein bisschen das wegzuhacken, was eine scheiß Arbeit ist, genau wie da am Beet lang. Es ist halt eine Kackarbeit, eine undankbare Arbeit. Ich liebe Garten, aber Gartenarbeit ist nicht mein Ding. Hier an meinem, ja, Sichtschutz, Ranghilfe, was auch immer, haben wir heute mal den Rasen weggemacht, der war ja relativ hochgewachsen. Und haben noch mal so ein Saatband eingepflanzt, weil irgendwie die Wicken und die Prachtwinden, die haben sich irgendwie nicht sehen lassen.
Da kommt zwar was, ich weiß nicht, ob es die jetzt sind, aber keine Ahnung. Jetzt habe ich da noch mal so ein rankendes Zeug besorgt und die haben wir vorne und hinten reingebracht und Jens hat dann noch mal zweimal Wicken hier vorne vom Parkplatz ausgegraben und hat die da eingepflanzt und ja, ich möchte, also mein Ziel ist ja, dass das alles schön vollrankt, möglichst bunt blüht und ja, dass es halt wunderschön aussieht und auch gleichzeitig Sichtschutz ist. Da habe ich übrigens Leinsamen ausgesät. Und zwar den Leinsamen, den ich immer zum Frühstück esse. Und der kommt auch, wer das nicht weiß, Leinsamen ist Flachs. Und Flachs blüht wunderbar. Sieht richtig schön aus. Lila, ja, so hell-lila oder so. Und ist sehr beliebt bei Insekten. Den habe ich übrigens hier auch am Rand mit rausgesamt, um zu gucken, ob das was wird. Und weil ich mir vorstellen kann, dass das schön aussieht, wenn dann hier auch nochmal so ein bisschen Flachs lang wächst. Dann haben wir hier das Beet, mein Krummbeet nennen wir das, weil es krumm ist. Es hat eine Erdkrümmung. Habe ich vorhin auch von Unkraut befreit. Da wächst auch schon alles wunderbar. Ja, hier vorne am Rand wachsen Pastinaken. Da hinten dann Karotten. Da sind ganz viele, ich gehe mal hin, Ringelblumen. Die habe ich hier eingepflanzt, weil ich ja mir Ringelblumensalbe selber machen will, weil das ist ja letztes Jahr auch nichts geworden. Und Mangold ist hier drin und da drüben wachsen Radieschen und da wachsen auch Schwarzwurzeln und ich habe das halt eben vorhin mal so ein bisschen aufgehakt und von Unkraut befreit. Und das, was hier aussieht wie Unkraut und total Kraut und Rüben und nicht schön, das ist das Insektenparadies und die Mischung, die wir letztes Jahr vom Feld gesammelt haben. Die ist super angegangen und wächst hier fleißig. Zum Beispiel ist hier ganz viel Phacelia zwischen, die jetzt schon rauskommt, da zum Beispiel. Und ja, vielleicht klappt das ja dieses Jahr mit meinen Insekten gedönt, so wie ich mir das vorstelle. Letztes Jahr hat es ja leider nicht so geklappt. Dann hatte ich mir so einen Weidenspießer genommen und habe den hier in die Erde gesteckt. Der sieht hier natürlich traurig aus, weil das jetzt natürlich die ganzen Blätter, die er hatte, die sind natürlich jetzt abgetrocknet und alles. Und er wird auch braun teilweise, aber das war vor 2,5 Wochen oder so. Unten, da wird er schon wieder grün. Und ihr wisst das ja von meinem Weidenzaun. Dass er dann da aus diesen ganzen Nippeln dann rauskommt. Und dann darf er hier überall gerne wieder Blätter produzieren und wachsen. In meinem Kastenbeet, was auseinanderwählt, hier, das darf es aber ruhig, weil da ist schöne Holzbretter hinter. Und wenn die vordere Schicht abfällt, dann werde ich die einfach nur mit Holzgel machen und dann sind da schöne Holz, ja, Bretter dann zu sehen. Also es ist ja so ein Pressholz. Ja, keine Ahnung. Hier sind überall Erbsen zu sehen. Die gehen da einmal rundum. Dann haben wir hier vorne Radieschen, da hinten Radieschen, da am Rand Radieschen. Und dann haben wir da und da so hinter dem Gras versteckt Pak Choi. Den hatte Jens jetzt so ein bisschen auf einen Haufen. Den kann man dann aber immer noch mal hingehen und auseinandersetzen. Dann haben wir den Wirsing in Blüte gehen lassen, damit wir Samen für nächstes Jahr nehmen können und hoffen, dass es dieses Jahr mal was wird mit Wirsing und dem Pflanzengedöns. Genauso wie das, haben wir vergessen, was da drin ist. Da muss ich zu Hause den Zettel mal suchen. Geht auch in Blüte, macht nichts. Wenn ich den Zettel gefunden habe, weiß ich, was es ist, kann ich es draufschreiben. Da haben wir dann auch noch Erdbeeren zwischen. Das ist auch in Blüte gegangen, da keine Ahnung, was es ist. Und da hinten ist mein Feldsalat und der haben wir auch in Blüte gehen lassen und da nehmen wir dann auch Samen. Also hier ist im Moment Samenproduktion angesagt. Und Veilchen wachsen hier auch zwischen. Ja. Letzte Woche haben wir uns dann noch an ein Thema gemacht, um welches wir uns immer drücken, weil es einfach eine scheiß Arbeit ist und wir eigentlich keinen Bock drauf haben. Wir haben den Weg gemacht und zwar bis da hinten. Also wir müssen von piep, 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 piep,
Also von da, wo unser Garten rauskommt, da so ungefähr, bis da ganz hinten und um die Ecke müssen wir den Weg machen. Hier zwar nur zur Hälfte, aber es ist trotzdem eine scheiß Arbeit. Und wir haben einen, ungelogen, einen halben Tag dafür gebraucht, diesen Weg zu machen. Gut, es sieht schön aus jetzt, wo er gemacht ist, aber es ist und bleibt eine scheiß Arbeit. Sie macht keinen Spaß. Sie geht auf den Rücken, sie tut weh in den Knochen und ja, in 2 bis 3 Wochen machen wir den Scheiß wieder, weil dann wieder Unkraut durchkommt. Ja, das ist unser Los, meine Damen und Herren. Im letzten Jahr habe ich euch ja erzählt, dass wir diese Vorbeete von unseren Gärten auch immer machen müssen. Jetzt haben Jens und ich aber beschlossen, einfach, oh, da ist auch eine Brennnessel dazwischen, die muss aber weg, weil wir keinen Bock haben, das immer zu machen, haben wir beschlossen, wir lassen die Wilderdbeeren hier einfach wild wachsen. Die waren letztes Jahr da vorne nur und in diesem Jahr sind sie schon bis da vorne und die werden wir jetzt einfach hier wachsen lassen, um den Lavendel rum und so, bis da vorne hin, weil dann brauchen wir hier kein Unkraut mehr jäten und gar nichts und auch keinen Rasenschnitt mehr drauf machen, weil selbst wenn wir Rasenschnitt drauf machen, könnte man ja denken, es kommt kein Unkraut durch. Mag ja stimmen, aber dann kommt hier trotzdem dieses Grasgedöns hier raus. Und das muss man dann auch wieder wegzupfen, weil das sieht ja dann auch nicht schön aus. Und deswegen haben wir halt eben beschlossen, wir lassen jetzt einfach mal die Erdbeeren hier wild vor sich hin wachsen. Sieht schön aus, man kann sie ernten. Ja, und wir haben weniger Arbeit. So sieht das aus. Ja, umgegraben ist immer noch nicht alles. Das kommt jetzt auf alle Fälle die Tage auch noch. Und mein Plan ist jetzt, was ich dann nicht mehr als Beetfläche benutzen kann, weil ich halt eben nicht mehr genug Samen habe oder sonst irgendwas, weil wir können uns ja auch nicht den ganzen Winter von nur irgendwie von Kohlpflanzen ernähren. Aber dann hätten wir wenigstens genug Kohl. Ja, habe ich überlegt, die Flächen, die ich da nicht nutze, die werde ich dann nochmal Blumen drauf machen. Die werde ich stehen lassen, quasi als Gründüngung. Und ja, dann ist die Fläche nicht verschwendet. Ich hatte erst überlegt, ob ich da ein Mulchbeet vormache und da mal Rasenschnitt drauf schmeiße, dass halt eben das Beet dann für nächstes Jahr vorbereitet ist und wir dann halt eben nächstes Jahr nicht wieder die Arbeit mit dem Unkraut haben. Aber ich habe mir gedacht, ich werde wahrscheinlich doch eher zu der Blumenwiese dann nochmal tendieren. Und ja, aber wir gucken erstmal. Vielleicht finde ich auch noch ein paar Samen im Baumarkt, die jetzt noch raus können, die dann halt eben ja wachsen und so weiter und bis zum Herbst und dann auch fertig sind und dann ja, werden wir mal gucken. Das soll es jetzt aber auch mit dem kleinen, sehr auch sehr lang gewordenen Rundgang gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch meine Videos gefallen, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Das ist kostenlos und da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr das macht, vergesst das Glöckchen nicht, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!